Dann aber wurde er unsicher über die Zuverlässigkeit dieses Weges. Und es war David Hume, der ihn nach seinem eigenen Ausdruck aus dem dogmatischen Schlummer erweckte. Entscheidend dafür war die Fassung des Wahrheitsbegriffes. Alles erkennen will Wahrheit. Ob aber dem Menschen Wahrheit möglich sei, das hat der Verlauf der Zeit immer zweifelhafter gemacht. Der naiven Vorstellungsweise und mit ihr der antiken Wissenschaft galt die Wahrheit als eine Übereinstimmung unserer Vorstellung mit einer draußen befindlichen Wirklichkeit. Eine solche Übereinstimmung ließ sich ganz wohl erreichen, solange noch keine Kluft die Welt und die Seele schied, solange die Welt als innerlich belebt und die Seele als ihr Wesensverwandt galt. Die moderne Denkweise hat aber jenen unmittelbaren Zusammenhang zerstört, indem sie die Seele von der Welt ablöste und ihr schroff entgegensetzte. Damit fiel der Begriff der Wahrheit im alten Sinne. Das entging schon den Denkern der Aufklärung nicht. Aber erst Kant zeigte mit voller Überzeugungskraft, dass ein unabhängig von uns vorhandenes Ding erkennen zu wollen, einen völligen Widersinn bedeutet. In der Mitteilung an uns müssten sich die Dinge unvermeidlich verändern, ohne dass je auszumachen wäre, ab und wie weit unser Bild dem Gegenstande entspricht. Vor allem aber würde jener Weg nie die Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit ergeben, die alles echte Erkennen fordert. Ein solches wäre daher endgültig aufzugeben, wenn unsere Begriffe draußen befindlichen Gegenständen entsprechen müssten. Aber es besteht noch eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die mit eiserner Konsequenz entwickelt und in alle Verzweigung verfolgt zu haben, Kants Hauptleistung bildet.